Viel zu lange musste ein Pokémon-Fanatiker wie ich seit dem ersten großen Pokémon Go-Trailer bis zur ersten spielbaren Version warten. Ob sich das Warten gelohnt hat, klären wir jetzt. Der Traum, Pokémon in der Realität wiederzufinden, ist ein Stückchen wahrer geworden. Denn Pokémon Go verbindet Karteninformationen und Smartphone-Kamera, um die kleinen Wesen in meiner Nähe zum Leben zu erwecken. Nach der Installation erstelle ich als allererstes einen eigenen Charakter. Dann kann ich mit dem Sammeln schon loslegen. Ich muss mich entscheiden, ob die Pokémon durch meine Kamera in die Spielwelt projiziert werden oder in eine schnöde 3D-animierte Welt. Hier fällt die Wahl nicht schwer. Und dann geht es direkt los mit der Frage, die die Welt seit nun 20 Jahren spaltet. Glumanda, Shigi oder Bisasam? Im Tutorial-Modus muss ich mich für meinen ersten Weggefährten entscheiden. Das Fangen klappt ganz einfach. Ich habe eine bestimmte Anzahl Pokébälle in meinem Rucksack und mit gezieltem Schnipsen des Balls wird das Pokémon eingefangen. Und dieses bringt eine Menge Informationen mit sich. Wie viele Lebenspunkte es aktuell besitzt, welcher Typ es ist, die Größe. Ich habe anscheinend ein extra dickes Shigi gefangen. Und das wohl Wichtigste, den Sternenstaub und die Bonbons. Sternenstaub und Bonbons werden mit jedem Fangen eines Pokémons eingesammelt und lassen mit der richtigen Anzahl unsere Pokémon stärker werden oder sich entwickeln. Daher ist es sinnvoll, oft dasselbe Pokémon zu fangen, um die benötigte Anzahl für eine Entwicklung einzusammeln, die bei den meisten Pokémon bei 50 Bonbons liegt. Jedes Pokémon besitzt zwei Attacken, wie gewohnt auch mit einem bestimmten Typ. Die Werte der Attacken und sogar die Attacken selbst können jeweils komplett variieren. Dieses Taubsi kennt einen Windangriff, das andere eines des Typs Drache. So muss ich mich entscheiden, welches ich verstärke und welches übrig bleibt. Doppelt- und dreifache Pokémon können jedoch auch an meine Freunde verschickt werden und sich so gegenseitig ausgeholfen werden. Nachdem ich mir einen Spitznamen ausgesucht habe, wird mir die Funktion der sogenannten Pokestops erklärt. Diese können alle möglichen Formen haben, Skulpturen, Denkmäler, Objekte und vieles mehr. Sind wir nah genug an einem Pokéstop dran, versorgt uns dieser mit unterschiedlichen nützlichen Items. Im hohen Gras kann ich zum Beispiel einen bestimmten Rauch einsetzen, um Pokémon schneller anzulocken. Oder durch Pokéstops erhalten Eier zum Brüten in die dazugehörige Maschine stecken. Laufe ich nun lange genug weiter, schlüpft es aus, wie in den normalen Pokémon-Teilen auch. Ich bin schon gespannt, was es wird. Doch nun noch einmal zum Fangen. Ich habe mich in den nächsten Safari-Park begeben, ein See mit großem Park bei mir in der Nähe. Ich wollte sehen, ob es tatsächlich stimmt, dass man nur am Wasser auch Wasser-Pokémon antrifft. Und tatsächlich. In der Nähe des Sees läuft mir sofort ein Krabby über den Weg. Ich habe definitiv den Eindruck, dass es unterschiedliche Pokémon im Vergleich von ländlicheren und urbaneren Gegenden gibt. Ein netter Zusatz, der zum Reisen anregt. Besonders die Details der Pokéstops sind unglaublich. Man schlendert durch die Gegend, fängt hier und da ein Pokémon und entdeckt seine Umgebung völlig neu. Und dass hier im Park ein Geschenk der Stadt Cincinnati zu finden ist, wusste ich vorher noch nicht. Ein wichtiger Moment im Leben eines Pokémon Go Trainers ist das Level 5. XP für einen Levelaufstieg erhält man durch das Fangen von Pokémon und Entdecken von Pokéstops. Habe ich genug gesammelt, geht das Spiel erst richtig los. Denn erst nach dieser Testphase, die bei mir gut 4 Stunden gedauert hat, muss ich mich für ein Team entscheiden. Nachdem sich Team Gelb, Blau und Rot vorgestellt haben, darf ich mir eins aussuchen. Sinn dahinter sind die überall verteilten Arenen. Diese haben eine jeweilige Zugehörigkeit zu diesen drei Teams. Greifen wir eine feindliche Arena an und gewinnen, senken wir dessen Arena-Prestige. Fällt es komplett auf Null, können wir diese Arena für unser Team übernehmen. Erinnert so ein bisschen an das Spiel Risiko. Arenen sind überall zu finden und besitzen unterschiedliche Stärken. Nettes Feature, sie werden nicht planlos in der Gegend verteilt. Auch Arenen werden mit markanten Objekten in der Nähe identifiziert. So sieht diese Arena in echt etwa so aus. Und das Evoli, das eines der gegnerischen Pokémon darstellt, dann in etwa so. Das Kampfsystem fällt leider anders als bisher gewohnt aus. Denn statt der Auswahl meiner Attacken drücke ich schnell hintereinander auf das gegnerische Pokémon. Mein Angreifer wählt so lange den ersten seiner beiden Angriffe, bis der blaue Balken gefüllt ist. Jetzt kann ich meine zweite, mächtigere Attacke wählen und versuchen, den Gegner K.O. zu setzen.
Es wird definitiv eine lange Zeit dauern, bis man alle Pokémon sein eigen nennen darf. Der Eindruck ist jedoch äußerst positiv. Es macht Spaß, die Gegend zu entdecken und durch die Vibration des Handys auf ein wildes Pokémon in der Nähe aufmerksam gemacht zu werden. Vor allem die Vielfalt, die ich bis jetzt an Pokémon und Pokéstops erforscht habe, macht Lust auf mehr. Wird sich der PvP-Modus bald voll entfalten, gehen die Kämpfe erst richtig los. Ein Manko ist das schnelle Entladen des Akkus. Gestartet mit 50% meines rund 3500 mAh großen Akkus, machte dieser nach gut 1,5 Stunden schlapp. Ob die mitlaufende Capture-Software und ständige Kameranutzung beim Einfangen eines neuen Pokémons viel dazu beigetragen haben, wird sich in weiteren Tests zeigen. Memo an mich: neben Trank, Beleber und Pokébällen unbedingt einen externen Akku in den Rucksack packen.